Der Finnland-Feldzug war damals für die Sowjetunion genauso eine Herausforderung wie für mich. Und damit herzlich willkommen zurück zu Strategic Minds. Spectre of Communism. So talk, das ist. Ich dachte gerade kurz, ich wusste gerade nicht, was ich für ein Spiel spiele, obwohl ich jetzt die 5. Folge hintereinander aufnehme. Schon echt armselig. Eigentlich schon echt armselig. Ein bisschen ballern. Mal kurz die Infanterie da wegmachen. Hervorragend. Ja, wir brauchen das ja eigentlich nicht. Ich mache das jetzt hier eigentlich nur, damit ich hier was zu tun habe. Große Artillerie darf mit reinballern. Panzer vorrücken. Du kommst hier natürlich nicht weg. Okay, das Problem ist, dass es halt jede Einheit, die ich nur ein Feld bewegen kann, hat halt keine Winterausrüstung. This is the problem. Die haben keinen Fuel. Das heißt, ich muss hier angreifen. Der hat gar keine Bomben mehr. Angriff. Hervorragend. Ihr geht einmal über. Wie machen wir es denn? Okay. Ich brauche mehr Truppen hier unten. Ist für mich wichtiger. Die Siegziele zu erobern ist für mich wichtiger als alles andere. Logischerweise. Der hat übrigens keine Winterausrüstung. Könnte ich alles haben. Könnte ich alles haben. So leid es mir tut. Auf geht's. Was ich mit denen machen soll, das weiß ich immer noch nicht. Ich bin immer noch komplett lost, was das angeht. Aber ich werde die nicht los. Ich kann die hier nirgends rauslassen. Warte mal, das sieht nach Strand aus, oder? Ah, jetzt. Hier, da geht's. Da geht's. Ich hab's mal geschafft. Kann es wieder verstärken, weil sie natürlich lauter Schaden erlitten haben. Widerlich. Widerlich. Ja, ja, unterstützt euch. Geier. Die sind alle auf einen schießen, weißt? Oh. Das Ding hier weg. Das ist meins. Zwei Schaden gegenüber den Minen. Die Minen sind ein Problem, muss ich ganz ehrlich sagen. Problem ist, ich krieg die Bunker auch nicht kaputt. Die werden da gleich bestehen bleiben. Ah ne, okay, ist weg. Okay, gut. Na, die haben jetzt wieder die guten alten Ausrüstungsprobleme. Das feindliche Artillerie. Könnt ihr weiter vorstoßen? Ja. Oder generell erstmal hier angreifen. Und dann einmal hier in den Vorrücken. Da ist Artillerie und die schaut unamused aus über das Ganze, was hier geschieht. Der Train kann nichts machen. Ja, den bewegen wir dann nachher nochmal neu. Ja, der Winter ist hässlich. I don't like him. The Winter. Mal auf die Artillerie da schießen. Perfekt, die ist schon mal weg. Tschüss. Ja, gehst du mal da oben mit hin. Ja, gut, dann geh nach Hause. Du auch. So, die ganzen Flugzeuge. Die könnte ich mal upgraden. Was habt ihr denn für ein Upgrade? Allwettertauglich, Boom und Zoom, Tiefflug. Ah. Feuerunterstützung dreimal pro Zug. Ne, machen wir mehr weniger Treibstoffverbrauch. Okay. Hier mache aber nur ich Verluste, wenn ich dahin fliege. Machen es trotzdem. Und dann einmal wieder zurück. Okay, der hat gar keine Range, um hierher zu kommen. Wo ist denn der? Bup! Da oben ist er. Gucken, ob er da unten durchkommt. Ne, hier wieder irgendwo abgefangen worden. Da. Da ist auch wieder Flak. Die gehen mir auf den Sack mit ihrer hässlichen Flak, ne? Wo bist du? Du bist da. Ja, komm, du gehst dann auch nochmal dorthin. So, sehr gut. Noch 5 Runden Zeit, die letzten Offensiven durchzuführen. Ja, schon hinkriegen. Das Problem ist, ich weiß noch nicht, wo die Verstecke der Guerillas sind. Das ist das andere Problem. Ich renne jetzt zwar den ganzen Tag in irgendwelche Hinterhalte rein, aber ich weiß nicht, wo die sind.
Auf geht's. Auf in die Offensive. Unterstützen wir mal unsere Flugzeuge. Mal diese Flak da weg. Ah, das sind nicht die Ziele, denen ich aktuell nachgehe. Es sind überhaupt keine Einheiten? Bin gar nicht so sicher gerade. So, die sind weg. Das haben wir eingenommen. Das haben wir auch eingenommen. Es fehlen nur noch die da. Hm. Auf geht's. Mach die Bunker da weg. Gehört auch uns. Ihr geht dorthin. Das Ding gehört auch uns. Ja, gehst da home. Wenn deine Bombschutz empty sind. Ja, bei dem ist auch alles empty. Ja. Ja, bei ihm ist es wirklich empty. Bei dem geht gar nichts mehr. Wir haben übrigens nur noch ein einziges Ziel. Das ist das hier unten. Und dahin zu kommen wird nochmal ein bisschen tricky. Ja, nochmal einiges an feindlichen Einheiten, die sich hier verschanzt halten. Die Minen kriegen wir natürlich auch nicht weg. Wir schicken natürlich alles da jetzt hin, was wir hinschicken können. Ist das hier eine Zugstrecke? Ne, da ist eine Zugstrecke. Beschießt das mal. Kann ich hier eigentlich nicht angreifen? Mit denen kann ich noch angreifen. Ja, hervorragend. Haben wir das auch noch erobert? Können wir jetzt quasi ganz entspannt die letzte Offensive ausführen. Und eine Panzer hier. Zusätzliche Munition. Tun wir mit Winterausrüstung austauschen. Dann können wir den auch mal gescheit bewegen. Das Schiffi. Ein bisschen schießi schießi. Und die gehen dann alle mit hier runter zur Unterstützung der Offensive. Du auch. Ah, da kann die Minen wegräumen. Oh, hallo. Egal. Mal ein bisschen ballern. Nachher darfst du nach Hause gehen. Schau mal. Die letzte Offensive. Das letzte Feld, was zum Siege noch fehlt. Doppelfeuer drauf. Sind gut eingebaut. Gut eingebaut hier. Wollen ihn schon lassen. Mach die Mine nochmal weg. Gehst mal dorthin. Ah, das haben wir schon erobert. Sehr gut. Weiter vorrücken. Flughafen haben wir erobert. Schaut's mit dem Tutut aus. Doing, doing. Auch weg. Na, noch nicht ganz weg. Ja, die leben noch. Hä, hallo? Sollen das? Machen wir sie halt so weg. Pech Sektor. Oh, das nochmal angreifen. Meine Panzer ist auch unterwegs. Und nochmal Flak. Gibt zwar nichts, worauf die Flak schießen könnte, aber ist egal. Infanterie. Panzer. Oh, da ist noch ein Ding. Habe ich gar nicht gesehen, dass da noch ein Ding ist. Warum können die eigentlich so gut die Dinger wegmachen? Ach, weil die Flammenwerfer haben. Ha! Der Flammenwerfer ist natürlich perfekt, um solche Befestigungen zu grillen. Natürlich perfekt ist hier mal. Ja. Dann sind wir vielleicht sogar schon im letzten Zug angekommen. Aber wirklich eine harte Sache. Kriegen aber auch kaum Victory Points, muss man sagen. Die bis jetzt schlechteste Mission, quasi. Schießt du mal darauf. Du gehst mal dorthin. Perfekt. Und dann marschieren wir hier auch ein. Dort marschieren wir ebenfalls ein. Aber wir haben ja leider kein Schussfeld. Weil die hier nicht die beste Ausgangslage haben. Und wir damit offiziell alle Schlüsselstellungen besetzt haben. Seine Entscheidungen haben sich ausgezahlt. So, wir haben die Zerschlagung der weißen Finnen
Arbeiter und Bauern regieren nun in Finnland. Die finnischen Sozialisten lieben ihre Brüder so sehr, dass sie alles nördlich von Leningrad an uns überschrieben haben. Mhm. In Kürze werden die Finnen in der Lage sein, darüber abzustimmen, ob die neue finnische Sozialistische Republik der Sowjetunion beitreten wird. Ich bin mir sicher, dass das finnische Proletariat den Beitritt uneingeschränkt unterstützen wird. Perfekt. Our mighty Red Army has taken most of Finland. We have the capital Helsinki. Today is a glorious day. Today, the workers of Finland are freed from capitalist oppression. Today, the Finnish Democratic Republic was born. Today, comrades, world communism has taken a step forward. I commend Komkor Zhukov. His performance has been exemplary. His military talent, under my guidance, is what brought us victory. My decision to place him in command was the right one. Thank you, Comrade Voroshilov. I wish to speak with Zhukov. The motherland is in dire need of talented commanders right now. Military talent is cheap, Comrade Stalin. Nowadays, there are traitors left and right. The hard thing is to find a commander we can trust. I think Comrade Beria can help us with this. The NKVD stands ready. We will review cases we have opened against top army commanders. If someone, unfortunately, was wrongly accused, we will free them immediately. Schau an, Sean. Comrade, I've decided to appoint you Chief of General Staff. Comrade Stalin, I'm grateful for your trust, but I must say, I may not be the best candidate. This is not an offer one refuses, Comrade Zhukov. I have no experience in general staff work. Let me serve on the front lines, leading our troops to new victories. The army lacks qualified general staff. I have decided. This discussion is over. RIP. I will do my best, Comrade Stalin. Wunderbar. Na, so schnell kann es gehen. Er wollte nicht, ist es jetzt trotzdem. You will be set free immediately and restored to your rank and rights, Rakosovsky. The NKVD is fair. But remember, we will be watching you. Do not make us doubt your loyalty again. I suggest you repay our kindness with diligent service to the motherland. Gut, also er darf auch wieder raus. Bin ja gespannt, wo das noch hinführt hier alles mit den Boys. Der da, hier da, oben dort, ne? Dies, das, Ananas. Das kann ich ihn auch noch auswählen. Wir haben jetzt Rokossowski, Wasilewski, Sukov. Anzahl Kommandopunkte pro Runde 15. Haben wir jetzt 738 Siegpunkte, 1809 Prestige, 36 Kommandopoints. Was kostet mir das? Das 100 Siegpunkte, um das zu erlernen. Okay, wenn ich jetzt sage, ich glaube nicht, dass ich in der Lage bin, eine Armee zu kommandieren. Es hat sich viel verändert. Den Rest erlegen sie alleine. Okay, er ist komplett lost. Wie schaut es mit ihm aus? Wir haben die Stationierung unserer Truppen in der westlichen Grenze abgeschlossen. Achso, okay, das sind einfach nur meine Berater quasi. Er ist quasi der Typ, den ich ausrüsten muss und ausstatten muss. Okay, was geben wir denn noch? Alle selbstfahrenden Einheiten erhalten einen zusätzlichen Ausrüstungsplatz. Nach der Aktivierung kann die Artillerie nochmal feuern. Infanterie kann Züge überall verlassen. Flugeinheiten. Das habe ich schon. Die Infanterie könnte nochmal angreifen. Die alliierte Infrastruktur stellt 40% HP pro... Was? Okay, das ist interesting. Also man stellt passiv Leben wieder her, oder was? Ja, möchte ich lernen. Zeig mir lieber mal, was es macht. Aha. Ach so, das ist für die... Ah, das ist für die Gebäude gewesen. Verdammt. Ach, egal. Wer? Infrastruktur. Natürlich, nicht Einheiten. Bin so geistig behindert, ne? Die Landung auf einem Flugplatz kostet keine Bewegungspunkte. Alle Infantry Units gain Communist Skill. Non-lethal damage from each enemy attack is reduced by one. Das klingt nice. Quasi, wenn ein Angriff keinen tödlichen Schaden macht, kriegt man ein weniger Schaden.
Coole Sache. So, und dann geht's weiter. Die nächste Mission ist... Weiterer Angriff gegen Polen. Nächste Operation deutsche Invasion. Ach nee, das ist gegen die UdSSR. Ah ja, okay, ich sehe schon. Aufgabe, führen Sie entsprechend des Operationsplans einen Gegenangriff gegen das Deutsche Reich aus. Missionsort Entscheidungsschlacht, Offensive und Ausbruch. Na, das kann was werden. Thank you for the warm reception, Herr Göring. I represent the Red Army General Staff. I would like to remind you about your promise. You said that we will be allowed to inspect the German military production facilities. Why, of course. How could I forget that promise? Thank you, Herr Göring. As you know, my task is to confirm Germany isn't planning any aggressions against my country. Of course we're not. But naturally, you will receive full access to all our production plans. You may personally ascertain we're not planning anything. Natürlich, natürlich. You will see we Germans are honest partners. Aber sicher. Truth be told, your latest prototypes look very interesting. For good reason, Germany is famous for its engineers. Thank you, Herr Molotov. I am glad that you hold German quality in such high esteem. If you want, I can sell you some sample models as a token of Germany's goodwill. We will surely buy some of your panzers, but only to confirm our Soviet tanks are the best in the world. Comrade Molotov, I also have a request. The Reich needs more oil. We're counting on the Soviet Union's support in this matter. I think we can discuss an increase in shipments. Excellent. I would like to remind you that you have a meeting with the Führer tomorrow. Oh. We will offer the Soviet Union a chance to join the Great Alliance of Germany, Italy, and Japan. An alliance? That is very interesting, Herr Göring. The Soviet Union would be happy to discuss it. Ja, we can give Hitler more oil and resources in exchange for German technology. That will keep him fighting the Brits. What about an alliance with Germany and Japan? If we sign, it would eliminate the threat of their joint attack against us. Join Germany and Japan in their wretched alliance? Trust those militarists? That would be stupidity of historical proportions. Do not let sweet capitalist words blind you. We must stay neutral as long as we can. I want us to enter the war at the most opportune moment. Understood. Let Hitler busy himself with his stupid fight against the Western Europeans. The capitalist conflict will give us the world on a silver platter. Comrade Stalin, according to Vasilevsky's report, German tanks are inferior to our new models in all key parameters. However, they shared some useful aircraft technologies with us. We're already reverse engineering. Good. The Red Army must modernize even more. We must be ready for war. Genau, I order you to develop a plan of attack against Germany and a covert mobilization plan. We cannot trust those Nazis. I will start working on the plan at once. Work quickly, Comrade Zhukov. The motherland is surrounded by vile imperialists. We must be vigilant and ready for anything. Tja, und dann 22. Juni 1941. Without a declaration of war, German troops invaded our Soviet motherland. This unheard of attack upon our country is perfidy unparalleled in the history of civilized nations. Das ist nicht our richtig. Courageous army and navy and the gallant falcons of the Soviet Air Force shall protect the motherland and the Soviet people. We will deliver a crushing blow to these invaders. People of the Soviet Union, your government calls on you. Close ranks around our triumphant Bolshevik Party and around our glorious leader, Comrade Stalin. Together, we will defend our holy soil. Our cause is just. Our enemy shall be defeated. Victory shall be ours. Ja, und damit sind wir in der nächsten Folge, nicht gerade in der nächsten Mission, ist noch die gleiche Folge. Und ich muss sagen, ich finde die Filmchen relativ hübsch. Keine Ahnung, wie ihr das seht. Gibt bestimmt Leute, die es irgendwie schlecht animiert finden oder so, aber ganz ehrlich, die erfüllen ihren Zweck. Und die Deutschen haben uns angegriffen. Die Deutschen haben Wind von unserer bevorstehenden Invasion bekommen
und entschieden zuerst zuzuschlagen. Das wird ihnen nicht helfen. Ich empfehle ihnen, mit unserer Offensive entsprechend den Plan zu beginnen. Wir müssen quasi durchbrechen an einigen Orten und die Brest-Litzkow feinfrei zu halten. Das soll man feinfrei halten. Dort ist ein bedeutender Eisenbahnpunkt. Ohne ihn wird sich der Nachschub für die Nazis schwieriger gestalten. Okay. Oh, relativ einfach. Ich vermute mal, dass die Deutschen kiloweise Einheiten spammen werden. Ist eine relativ kleine Front, im Gegensatz zu Finnland relativ entspannt, möchte ich fast sagen. Gut, das ist die Frage, was macht man hier? Schneller Schlag, weniger Schaden vom Support. Das klingt schon mal ganz gut, glaube ich, in der Situation. Was können wir bei ihm noch machen? Geländefahrten. Adleraugen erhöht die Spotting-Reichweite, ist auch nicht so unpraktisch. Schon Stufe 2 sogar schon. Artillerie, was haben wir bei der Artillerie? Sammeln. Ah. Gegen Feuer, das ist gleich auch wichtig. Wir werden jetzt hier sehr stark angegriffen werden. Verschanzt sich in jeder Runde. Ja, da brauche ich gar nicht mehr wissen, passt. Sonst irgendwas? Flugzeuge haben auch noch ein paar. Machen wir mal plus 4 Bodenverteidigung, plus 4 Verteidigungswerte hervorragend. Jetzt ist die Frage, habe ich die Einheiten schon zugewiesen oder habe ich noch gar keine Einheiten zugewiesen? Ach, das sind meine Verbündeten. Okay. Das heißt, meine Aufgabe ist jetzt aktuell wirklich nur... Warte mal kurz. Nehmen den Brückenkopf für die weitere Offensive ein. 3 Züge. Halte die Innenstadt von Brest. Ja, ich tue jetzt einfach meine Einheiten alle hier rein spammen. Warte mal. Welcher ist denn das? Wo bist denn du? Habe ich den schon gesetzt? Okay. Machen wir so. Artillerie schicken wir dorthin. Und... Warum kann ich da keine Artillerie hinsetzen, bitte? Das ist wieder Bullshit. Na gut. Mein Zug setze ich mal dorthin. Ja, die Infanterie setzen wir hier komplett verteilt hin. Mehr Einheiten kann ich eh nicht spammen. Ja, ich bin gerade überlegen, die Flugzeuge wegzulassen. Okay, nee, passt. So, passt. Alles klar. Alle Einheiten sind gesetzt. Mehr Einheiten erwerben tue ich jetzt erstmal nicht. Und ich soll das hier erobern und das hier erobern. Die zwei Ziele soll ich erobern. Also ich bin wieder das Opfer, was angreifen muss. Ich sehe schon. Ja. Flugzeuge, es ist die Frage, wie viel Luftunterstützung die haben. Das ist Artillerie. Haben sie Flaks? Ich weiß es wieder nicht. Das ist eben die Frage. Habe ich Scouts? Was bist denn du von Beruf? Das ist ja von Beruf. Taktischer Bomber. Ich habe keine Fighter. Würde sagen, wir probieren's. Ne, die haben Flak. Kann ich jetzt schon sagen. Da ist er. Da ist die Flak. Habe ich direkt gesehen, als sie da unten Schaden erlitten haben. So. Ich räche mich natürlich daran. Ah, weg mit dem Ding hier. Okay. Mal dorthin vorrücken. Ah, hohe Verluste leider. Auch hier. Ich komme hier nicht durch. Das ist eine Flak, ne? Wo ist meine andere Artillerie? Ah. Mal darauf schießen. Weiter vorrücken. Okay, unsere Truppen mangelt es an Kampfgeist. Sie sind ratlos, wie sie mit den deutschen Panzerverbänden umgehen können. Sie sind besser organisiert und ausgerüstet, als wir es sind. Unsere Truppen desertieren in Massenrennen um ihr Leben. Wir müssen alles tun, um das zu verhindern. Unsere Truppen sollten in der Nähe der Panzerabwehreinheiten bleiben. Statten sie mit allem, was wir haben, aus, was Panzer knacken kann. Ja, das ist schön, ne? Ich sehe aber gar keine Panzer aktuell. Achso, ich kann... Oh.
Oh, das hätte ich fast vergessen. Kann ich hier reinfahren? Ha! Bitch. Jawohl, perfekti. Perfektissimo. Hätte ich jetzt gar nicht erwartet, tatsächlich. Tutut. Mal das Ding hier wegballern. Okay, läuft es dann doch etwas besser, als ich schon bedacht hatte zuerst. Gut, die Infanterie ist hier lost. Ich kann die überhaupt nicht reinbewegen. Was ist das denn eigentlich? Das ist nochmal Artillerie. Oh! Oh, da waren Feinde. Ah! Da waren Feinde. Mal hier den Vorrücken. Ob wir den Flughafen da vielleicht sogar erobern können. Das ist eben nur die Flak. Gut, Runde beenden. Schauen wir, was die KI machen, der Deutschen. Was sie da vorhaben. Die planen auf alle Fälle erstmal eine ewig lange Sache. Kämpfen unten im Süden. Überrennen unsere Stellungen komplett. Die Artilleriefestung Overwatch greift alle Bodeneinheiten an, die in ihre Schussreichweite dringen. Unterstützt nahegelegenen Trupp mit Feuer. Okay. Da kommen die Deutschen. Hier fette Battles. Unsere Verbündeten jetzt aktuell. Haben die Deutschen über uns Erkenntnisse erhalten? Das ist natürlich blöd. Die Artillerie. Die Festungen sind auch Geschichte. Ah, die Deutschen überrennen die Stellungen hier komplett. Die komplette Infanterie zieht sich zurück. Okay. Wir müssen halt noch das Ziel erobern. Jetzt kommen unsere Verbündeten. Wollen wir, dass sie irgendwas Sinnvolles machen. Ja, ein paar deutsche Einheiten werden zerstört. Sehen Sie, dass wir schon wieder hinter den feindlichen Linien zurück sind? Vielleicht sollten wir die voranschreitende deutsche Division angreifen. Viele unserer Einheiten sind umzingelt. Wenn wir jetzt zuschlagen, könnten wir viele kommunistische Leben retten. Diese Soldaten tun ihre Pflicht und halten den Feind so auf, Genosse Rokowski. Unsere Pflicht ist es, unseren Hauptstreitmacht zu stoßen und uns neu zu formieren. Wenn wir Zeit haben, helfen wir. Und wenn nicht, dann nicht. Ja. Wir haben einige Divisionen, die quasi abgeschnitten sind, angeblich, irgendwie so. Aber wir marschieren jetzt erstmal dorthin. Wir haben noch zwei Züge Zeit, um das Primärziel zu machen. Übernehmen das Kommando der Einheiten in der Umgebung. Und wie funktioniert das? Übernehmen das Kommando der Einheiten in der Umgebung. Einheiten gerettet, Einheiten übrig. Ja, wie übernehme ich die Kontrolle von denen? Okay, verstehe ich nicht ganz. Aber ich würde sagen, nächste Folge geht's weiter an der Stelle. Das Deutsche Reich greift Russland an und Russland wird zurückschlagen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.